Hotelchecker. Präsentiert von Guido Henschel. Exklusive Einblicke. Exklusive Einblicke. Deutschlands Hotellerie im Detail. Jetzt mit Guido Henschel. Hallo liebe Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hotelcheckers, diesmal mitten aus der Bundeshauptstadt Berlin. Und ich bin gerade ausgestiegen in einem geschichtsträchtigen Bahnhof, denn hier wurde noch vor der Wende Deutschland geteilt in Ost und in West. Und dort befindet sich unter anderem auch der sagenumwogene Tränenpalast. Der steht heute noch, das ist nichts weiter als eine Wartehalle. Und da haben sich hier vor der Wende West und Ost getroffen. Und wenn die Westverwandten dann die Ostverwandten wieder verlassen mussten, da sind Tränen geflossen, denn es handelte sich um einen Grenzbahnhof, der Bahnhof Friedrichstraße. Ja, das ist Geschichte. Hier steht mittlerweile das Eurostars Hotel. Das gehört einer spanischen Hotelkette, erst im Jahre 2005 gegründet worden. Mittlerweile über 200 Hotels weltweit. Und ihr Ziel ist es, an einer strategisch günstigen Lage ein Hotel zu errichten. Das ist hier in Berlin wunderbar gelungen, denn von hier aus kannst du wunderbar mit S und U-Bahn ganz Berlin erkunden. Dieses Eurostars Hotel, so heißt das Ganze hier, ist im Jahre 2011 erbaut worden. Es gibt auch schon ein älteres Video von mir, das könnt ihr euch gerne anschauen. Da war die Aussicht allerdings nicht so toll wie jetzt hier, denn da habe ich direkt von der Mauer geguckt. Ja, weil hier steht ja ein Haus neben dem anderen Haus und da passiert es schon mal, wenn das ungünstig gebaut worden ist, dass man gegen die Mauer guckt. Schaut euch das gerne nochmal an. Diesmal bin ich im obersten Stockwerk untergebracht und habe mir mal die Junior Suite gegönnt. Und von hier aus hat man dann schon einen besseren Ausblick. Ja, wie sieht diese Junior Suite aus? Lohnt es sich hierfür, das Geld locker zu machen? Wir gehen jetzt mal gemeinsam auf Erkundungstour und schauen uns hier diese Junior Suite aus dem Eurostars Hotel in aller Ruhe an. Viel Spaß dabei jetzt hier aus Berlin. So, da steht das 7. Obergeschoss, höher geht's auch nicht. Und hier haben wir die schnuckelige Ecke, die ich für eine Nacht bewohnen darf. Das ist die Junior Suite und da hat man im Prinzip aus zwei einzelnen Räumen dann eins gemacht und hat das Ganze Junior Suite benannt. Ja, was gleich auffällt, das Ganze hier mit diesem Eichenholz vertäfelt, die ganzen Wände, hier oben auch nochmal teilweise dann die Decke und unten haben wir ein Echtholzparkett, das sieht sehr wohnlich aus. Gleich im Eingangsbereich jetzt hier der Schreibtisch und hier haben wir eine schöne Kombi aus dunklem Holz in Verbindung mit hellem Holz. Sehr schön auch hier mit diesen Intarsien arbeiten. Und da kann man sich dann auch gleich verköstigen, indem man jetzt hier den Tee sich zubereiten kann. Wir haben hier verschiedene Teesorten. Wir haben löslichen Kaffee. Ja, leider keine Kapselmaschine. Die kommt auch im Laufe des Rundgangs nicht. Have a nice day. Zumindest haben die hier nette Tassen. Und dann auch nochmal das Telefon. So, hier sind, ich habe es gerade schon mal aufgemacht, so ein paar nette Schoko-Begrüßungskugeln drin. Die werde ich mir gleich mal zu Genüge führen. Dann geht es weiter im Takt. Auf dieser Seite jetzt hier alles in Holz verkleidet. Ja, und jetzt kommen wir hier zu einer Kuriosität. Und zwar haben wir hier zwar den Kühlschrank, beziehungsweise sogar eine Minibar. Ihr seht, die ist auch gut gefüllt mit Fruchtgummimischungen, mit jede Menge Softgetränken und Knabbereien. Da unten dann auch nochmal ein Rieslingwein. Dahinter ist sogar ein Rotwein, der eigentlich nicht gekühlt werden sollte. Dann haben wir Softgetränke und wir haben hier Dunkelbier, die gute Molle, wa? Ja, und das gleich dann dreimal an der Anzahl. Sogar ein Sekt ist da. Also hier kann man sich auf jeden Fall das Leben gut gehen lassen und eine Party steigen lassen. Da oben drüber dann nochmal so ein Auszug für die Gläser zum Abstellen. Ja, dann haben wir zwei Gläser und dann haben wir auch jede Menge Vertäfelungen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dahinter ist. Ich habe gerade schon dran gezogen und dran geschoben, aber hier geht nichts nach links und nach rechts. Das ist wirklich sehr komisch. Also als wenn der Schreiner jetzt hier einfach so eine Platte vorgesetzt hat und die dann hier dran geklebt hat. Ich habe erst gedacht, da muss doch der Safe hinter sein. Aber der Safe ist an anderer Stelle, sehen wir gleich noch. Nee, das ist alles hier eine Vertäfelung und ohne Funktion. Ne? Ihr seht es, hier kann man nichts schieben oder drehen oder ziehen. Dahinter ist übrigens das Badezimmer. Also das ist wirklich schon sehr kurios.
So, wir drehen uns mal weiter und hier ist dann der Wohnbereich und der auch hier schön großzügig gestaltet mit dem Zweisitzsofa und dem Sessel. Da kommt natürlich jetzt gleich der Test. Jawohl, ihr könnt es sogar ausziehen. Das kann man umfunktionieren zum Schlafsofa und dann haben da auch zwei Kinder oder zwei kleinwüchsige Erwachsene Platz drauf. Dann ist hier der erste Fernseher und den, der gute Grundig, den kann man auch drehen, so wie man den haben möchte. Da ist so ein Mechanismus im Hintergrund. Ja, und dann haben wir hier noch eine weitere Kuriosität, und zwar den Balkon. Der Balkon an sich ist ja eine schöne Sache, aber wenn man nicht draufkommt, dann ist es natürlich nicht so schön, weil da unten hat man so eine Sperre reingesetzt. So, und jetzt frage ich euch, hier passen vielleicht kleine Spanier durch, aber der große ausgewachsene Deutsche mit seinem Bierbauch, der passt da nicht durch. Der bleibt also zumindest ein wenig hängen und muss dann wieder zurück. Eigentlich sehr, sehr schade. Man kann es nochmal auf Kipp machen. Aber ansonsten kann man diesen Balkon, der ja auch wirklich sehr groß aussieht, der geht da hier hinten noch weiter, gar nicht nutzen. Ne? Also das ist wirklich schade. Aber kommen wir kurz zum Ausblick. Da hinten ist der Fernsehturm, der ist direkt am Alex. Das Park-In sieht man auch, das Dach davon. Ja, und ansonsten ist hier so ein Mix vorhanden zwischen diesem New York-Style, ne? Ganz moderne Gebäude, inmitten von diesen älteren Gebäuden. Und das ist ja hier wirklich sehr interessant, weil das ja hier wirklich mal ehemaliges Grenzgebiet war. Ich weiß gar nicht, wo genau die Grenze hier verlaufen ist. Aber das kriegt man sicherlich raus. Auch hier nebenan nochmal ein sehr schön altes Gebäude mit diesen hohen Fenstern hier. Und auch da wird wieder kräftig gewerkelt. Ja, dann sind wir jetzt mit dem Wohnbereich hier einmal durch. Das Ganze kann man hier auch übrigens unabhängig voneinander mit der Klimaanlage klimatisieren. Hier ist nochmal so eine Schiebetür, die kannst du dann auch abends zumachen. Und dann, oh ja, ja, jetzt ist der Nachbar aber geweckt, hat man halt hier dementsprechend zwei einzelne Räume. Der weitere Raum, das ist dann das Schlafzimmer. Und auch hier wieder auffällig mit diesen Intarsienarbeiten in diesem Schachbrettmuster. Sehr gut gelungen mit ein paar schönen Bildern obendrauf. Und dann rechts und links die Nachttischlampen. Das Bett an sich ist in der Breite auf jeden Fall über 2 Meter. Und in der Länge dürften es so auch circa 2 Meter sein. Also das ist eine schöne Spielwiese. Und natürlich gibt es dann hier auch nochmal den separaten Fernseher, den man auch wieder so drehen kann, wie man möchte. Ach, guck mal hier, das ist so ein, sieht aus wie so ein Google-Dongle, wo man dann auch dementsprechend Filme sehen kann. So ähnlich wie so ein Apple TV. Muss ich mir gleich nochmal im Detail anschauen. Ja, auch hier wieder das Gleiche. Diese spitz zulaufende Tür, die aber jetzt hier gar nicht zu öffnen ist, da hat einer was abmontiert, was sehr schade ist, weil gerade im Schlafzimmer möchte man ja nachts dann doch schon mal die Fenster öffnen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich sehe gerade, da verlaufen die Bahnschienen, aber zumindest bekommt man dann frische Luft. Ne? Naja, die werden schon wissen, was sie sich dabei gedacht haben. Über den Dächern von Berlin kann ich nur sagen. Also die Aussicht ist auf jeden Fall hier gegeben von beiden Räumen. Und wenn man davon genug hat, dann kann man hier auch den Vorhang zuziehen. Da oben ist auch nochmal alles beleuchtet. Und dann diese großen, schicken Vorhänge. Das sieht schon sehr edel aus. Ja, da haben wir dann den Kleiderschrank. Den hätte ich eigentlich gerade eben vermutet hinter dieser Holzverkleidung. Aber wie gesagt, da öffnet sich nichts. Und hier ist auch der Safe. Also kann der da vorne gar nicht hinter sein. Wir haben übrigens ein Schwimmbad hier im Haus. Und dafür sind natürlich diese Badeschuhe mit den beiden Morgenmänteln sehr gut geeignet. Dann haben wir hier den Wäschesack, wir haben den Schuhanzieher, wir haben diesen Schuhschwamm, damit man die Schuhe sauber halten kann. Da hängen schon meine Sakkos drin und wir haben hier eine indirekte Beleuchtung. Ja, der Schrank könnte ein bisschen tiefer sein. Ihr seht es, bei meinen breiten Schultern hört es hier auf und da stehe ich die Tür dann auch gleich gegen. Ist ein bisschen schlecht durchdacht jetzt hier, weil das Zimmer hätte eine größere Aufteilung auf jeden Fall hergegeben. Vor allen Dingen auch, da ist die Kofferablage, was hier das Badezimmer angeht, weil das ist nämlich auch schon wieder richtig schön groß. Da gibt es nichts zu meckern. Wir haben hier einen separaten Duschbereich, sogar mit dieser Flachheizung hier in der Dusche. Das ist auch selten, aber da ist das Handtuch natürlich schön gewärmt, wenn man dann fertig ist mit dem Duschen. So, wir haben Shampoo, wir haben Duschgel, Conditioner, alles da. Und wir haben hier so eine merkwürdige Duschsäule. Die habe ich neulich erst noch im Obi gesehen. Ein bisschen verkalkt da oben der Duschkopf. Also das ist jetzt nicht so ein Profi-Ding, sondern das ist eigentlich so ein Ding, was du in jedem Billigbaumarkt auch bekommst. Aber immerhin, ich denke, damit kann man auch duschen und man wird auch sauber. Ne? Da unten dann
Die Fläche, ja, absolut groß genug. Auf der anderen Seite, die Spanier, lieben die das eigentlich mit so Schiebetüren? Scheint ja, ne? Hier ist auch schon wieder so eine Schiebetür, damit man dann hier die Toilette auch abschließen kann. Naja, habe ich so noch nicht gesehen. Aber auch da ist ein Telefon vorhanden. Das ist dann hier die Hängetoilette. Und wir haben eine Badewanne. Und was sehen denn da meine geschulten Augen? Wir haben sogar einen Whirlpool. Haha. Ich hoffe, das funktioniert auch. Hier ist das Bedienfeld. Das werde ich auf jeden Fall heute Abend mal ausprobieren. Was gibt es Schöneres, als in einer Badewanne mit Whirlpool-Funktion zu sitzen? Da oben, Entschuldigung, nochmal eine separate Dusche. Also man kann sich das hier aussuchen, wo man duschen möchte. Auch hier nochmal eine separate Heizung. Und dann hier der absolut ausreichende große Waschbereich mit dem eingelassenen Waschbecken von Villeroy und Boch. Und dann hier auch nochmal wie so ein Wählhebel beim Auto, ne? Rückwärtsgang, erster, zweiter, dritter. Da kannst du dann das Wasser mit aktivieren und hier auch nochmal Handwash. Ja, natürlich darf nicht fehlen hier die Showercap, Vanity Set mit Nagelfeile etc. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Sogar die Zahnbürste ist da, wenn man die mal zu Hause vergessen haben sollte. So, was sehen hier nochmal meine Augen? Ah, hier steht's. Das ist die Lautstärke. Da kannst du dir vom Fernseher die Lautstärke hier rüberholen. Wir haben hier nochmal zwei Schubladen. Die scheinen aber leer zu sein. Da ist nochmal der Föhn drin, ganz klar. Ja, und natürlich, wie soll es anders sein, wieder eine Schiebetür. Ja. Ja, wirklich sehr nett gemacht. Das Badezimmer schön groß. Also, wir sind damit auch einmal komplett durch. Das soll es gewesen sein. Nett eingerichtet, ein bisschen komisch aufgeteilt, vor allen Dingen mit Elementen, wo man eine Funktion hinter erwartet, die dann aber doch nicht vorhanden ist. Siehe jetzt hier diese Holzvertäfelung. Aber tut ja hier der Gemütlichkeit auch keinen Abbruch. Zentral liegt es allemal. Ja, und wenn euch hier dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann freue ich mich noch mehr. Und ansonsten, wenn ihr jetzt die Glocke aktiviert, dann werdet ihr von YouTube immer wieder informiert, sobald ein neues Video von mir erscheint. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich jetzt hier aus der Junior Suite, aus dem Eurostars Hotel. Da steht's, in Berlin. Bis in Kürze. Ciao, ciao, der Hotelchef.